Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Fall Procon. Es ist an der Zeit, den grauen Markt für Finanzprodukte endlich abzuschaffen. Von Jens Berger. Die drohende Insolvenz des Windparkbetreibers Procon erhitzt die Gemüter. Mit Procon droht einem Unternehmen, das seit mehreren Jahren auf den Warnlisten der Verbraucherschützer steht, nun die Pleite. Es drängt sich dabei der Verdacht auf, dass das Geschäftsmodell von Procon in frappierender Weise einem klassischen Schneeballsystem gleicht. Derart dubiose Finanzprodukte geben sich auf dem unregulierten Markt der Finanzprodukte, dem sogenannten grauen Markt, einstellig ein. Der letzte Versuch, den grauen Markt stärker zu regulieren, scheiterte im Jahr 2010 an der Blockade der FDP. Nach dem Regierungswechsel spräche eigentlich nichts dagegen, die bereits 2010 vom Finanzministerium geplanten Gesetze zur Regulierung des grauen Finanzmarktes nun umzusetzen. Warum geschieht dies nicht? Wieder einmal raubt eine drohende Insolvenz Zehntausenden gutgläubigen Anlegern den Schlaf. Wieder einmal zeigt sich, dass exorbitant hohe Zinsversprechen, die an exotische Finanzprodukte geknüpft sind, das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. So gesehen wäre der Fall Procon ein Fall von vielen. Doch der Fall Procon ist dennoch etwas Besonderes. Procons Zielgruppe waren offenbar vor allem ansonsten sehr kritische Verbraucher, die den Banken nicht mehr über den Weg trauten. Vor allem im Sog der Finanzkrise konnte Procon mit einer Art Anti-Etablissement-Marketing zahlreiche Kunden für sich gewinnen. Damals wie heute gehörte die scharfe Kritik an den Banken und Großkonzernen zur Vermarktungsstrategie von Procon. Es ging ja schließlich auch um ein löbliches und gesellschaftlich sinnvolles Projekt, die Energiewende. Auch heute sieht sich Procon nicht als Täter, sondern als Opfer. Die kritischen Berichte der Medien werden von den Verantwortlichen als Kampagne gedeutet. Welch bittere Ironie. Das Geschäftsmodell von Procon war spätestens seit 2007, formulieren wir es vorsichtig, um juristisch nicht angreifbar zu sein, fragwürdig. 96% des Kapitals von Procon stammen aus sogenannten Genussrechten, die der Konzern mittels einer sehr groß angelegten Marketingkampagne von 75.000 Anlegern eingesammelt hat. Dabei dürften wohl nur die wenigsten Anleger überhaupt verstanden haben, was Genussrechte überhaupt sind. Bei Genussrechten handelt es sich um eine Art Mischung aus Anleihe und Aktie, die vor allem die negativen Eigenschaften beider Instrumente bündelt. Wer Genussrechte hält, hat sich still am Unternehmen beteiligt und verzichtet, anders als bei der Aktie, auf jegliche Mitsprache. Anders als Anleihen und Kredite werden Kapitalbeteiligungen über Genussrechte grundsätzlich nachrangig behandelt. Geht ein Unternehmen in die Insolvenz, werden also zunächst sämtliche offenen Forderungen aus der Insolvenzmasse bezahlt und das Geld, was gegebenenfalls übrig bleibt, dürfen sich dann die Besitzer der Genussrechte teilen. Das Risiko eines Totalverlusts ist bei Genussrechten also stets gegeben. Genussrechte sind somit ein hochriskantes Produkt, das vergleichsweise selten eingesetzt wird und an das aufgrund des hohen Risikos meist auch hohe Zinsversprechen gebunden sind. In der Regel greifen Unternehmen zu diesem Instrument, wenn sie keine Chance haben, an reguläre Kredite zu kommen. So gesehen sind die 6-8% Garantiezins, die von Procon angeboten wurden, keinesfalls ungewöhnlich hoch. Andere Formen von Risikokapital sind bedeutend teurer. Bei anderen Formen des Risikokapitals weiß der Anleger jedoch auch, auf was er sich da einlässt. Wenn ein Unternehmen wie Procon sich nahezu ausschließlich über Risikokapital finanziert, müsste man sich als Anleger die Frage stellen, ob das Unternehmen wirklich so solide ist, um auf 96% des eingesetzten Kapitals bis zu 8% Zinsen bezahlen zu können. Offenbar war Procon keinesfalls so solide und veröffentlichte zudem seine Geschäftszahlen, wenn überhaupt, nur verspätet und ungenau. Die große Stärke des Unternehmens scheint vielmehr die Akquise neuer Investoren gewesen zu sein. Da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass Procon ein klassisches Schneeballsystem betreibt, bei dem die Zinsen der alten Investoren mit dem eingesetzten Kapital der neuen Investoren bezahlt werden. Neu ist dieser Verdacht freilich nicht. Bereits im Jahre 2010 zitierte die Taz in einem auch ansonsten sehr lesenswerten Artikel einen Procon-Insider mit dem Satz, Zitat, Procon betreibt ein Schneeballsystem, das in wenigen Jahren komplett crashen und zu einem der größten Skandale der deutschen Windbranche werden könnte. Zitat Ende.
Die Taz ist mit ihren Warnungen kein Einzelfall. Bereits seit 2010 warnte auch die Stiftung Warentest vor dem Finanzierungsmodell der Firma Procon. Ein Jahr später wurde Procon schließlich gerichtlich untersagt, ihr Finanzierungsmodell als sicher zu bewerben, ohne dabei auf die Risiken hinzuweisen. Zuvor hatte Procon die Genussrechte in Marketingveranstaltungen als grünes Sparbuch mit 8% Zinsen beworben, als rundum sichere Sache, als Alternative zur Sparanlage, Ausbildungsversicherung und Riestervorsorge. Nun wäre es freilich einfach, den leichtgläubigen und uninformierten Investoren Vorhaltungen zu machen. Natürlich sollte bekannt sein, dass ein hoher Zins immer mit einem hohen Risiko einhergeht. Wären Unternehmen à la Procon wirklich solide, könnten sie sich Eigen- und Fremdkapital nämlich wesentlich günstiger besorgen. Warum sollte ein Unternehmen auch freiwillig 8% zahlen, wenn es das nötige Kapital auch für 4% bekäme? Eine Anlegerschelte würde jedoch zu kurz greifen. Der Staat hat nun einmal die Pflicht, auch leichtgläubige und uninformierte Anleger zu schützen. Bei dubiosen Anbietern, die sich über Finanzinstrumente wie Genussrechte oder geschlossene Fonds finanzieren, sind ihm da jedoch beide Hände gebunden. Leicht zugespitzt könnte man sagen, dass Finanzprodukte, die über den grauen Markt vertrieben werden, schlechter kontrolliert werden als jeder Döner. Das heißt auch, dass ein Unternehmen wie Procon, das 1,3 Milliarden Euro Anlegergelder über riskante Finanzprodukte eingesammelt hat, momentan nicht schärfer reguliert wird als jede kleine Imbissbude. Dabei wäre es sehr einfach, hier Abhilfe zu schaffen. Der Gesetzgeber müsste nur dafür sorgen, dass der Vertrieb von Finanzprodukten generell und ausnahmslos unter das Kreditwesengesetz gestellt wird und damit unter die Kontrollpflicht der BaFin fällt. Genau dies hatte das Bundesfinanzministerium bereits 2010 gefordert. Die geplante Gesetzesnovelle scheiterte jedoch am Veto des damals FDP-geführten Wirtschaftsministeriums. Die FDP ist erst einmal Geschichte und es ist anzunehmen, dass Sigmar Gabriel als neuer Wirtschaftsminister kein Veto einlegen wird. Worauf warten die Großkoalitionäre? Ist der Fall Procon nicht eine Steilvorlage, um ein längst überfälliges Gesetz jetzt endlich zu verabschieden?